Kling, klang, klong. So, das sollte, damit sollte alles behoben sein. Dann lasst mich euch mal den Park öffnen, was? Ein Gemäldestück. Gibi. Momentchen bitte. So, da wären wir. Ihr gehört ganz euch. Schaut euch ruhig um, solange ihr wollt. Juhu, Professor, wir haben es endlich geschafft. Vielen Dank, Sylvain. Sie haben uns sehr geholfen. Na, braucht euch doch nicht zu bedanken. Das ist schließlich meine Aufgabe, nicht wahr? Früher ließ ich den Park den ganzen Tag offen, aber inzwischen kommt niemand aus dem Dorf mehr her. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. So konnte ich endlich mal wieder meine Arbeit machen. Na denn, los geht's. Dieser Park ist ganz schön trostlos, finden Sie nicht? So verwahrlost und verlassen. Es ist, wie Sylvain sagte, offenbar ist seit sehr langer Zeit niemand mehr hier gewesen. Nun, dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Sehen wir uns das Riesenrad einmal genauer an. Ich bin fast sicher, dass wir dort etwas Interessantes finden werden. Wir gucken erstmal hier nach versteckten Rätseln und Münzen und so. Na sowas. Was ist los, Professor? Sehen Sie mal dieses Plakat. Das Motiv scheint das gleiche wie auf unserem Fahrschein zu sein. Und es scheint schon ewig hier zu hängen. Die Buchstaben sind ja völlig ausgeblichen. Oh! Hey, ist das nicht... Ja, dachte ich's mir doch. Das da in der Mitte des Motivs ist doch die kleine Flora, oder? Sie sieht genauso aus wie auf dem großen Porträt, das im Foyer der Villa Reinhold hängt. Offenbar hat Baron Reinhold den Vergnügungspark nur gebaut, um damit seine Tochter zu erfreuen. Wie eigenartig. Wieso kamen die Dorfbewohner auch dann nicht, als der Park für alle geöffnet wurde? Nun, ich nehme an, Spekulationen bringen uns hier auch nicht weiter. Lass uns weitergehen. Recht haben Sie, Professor. Fahrkarte? Hab ich was verpasst? Kurz ins Tagebuch. Das schweigende Mädchen. Archibald ließ uns freundlicherweise einen Blick auf den Schreibtisch des Barons werfen. Tatsächlich fanden wir darin eine Handzeichnung, welche einen Hinweis auf das Versteck des goldenen Apfels zu bergen schien. Ich werde diese später genau unter die Lupe nehmen, doch zunächst müssen wir zurück zur Pension. Beatrice hat uns... hat nach uns verlangt und eine Dame lässt man nicht warten. Hm. Na gut, machen wir mal. Machen wir einfach mal. Der Park ist richtig verwahrlost, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Wie schade, bestimmt war es hier mal richtig schön. Es gibt ja sogar ein echtes Zirkuszelt hier. Allerdings, der Park ist ein recht trauriger Anblick, nicht wahr? Eigenartig, dies war offenbar ein Wanderzirkus. Wieso verkommt er bloß hier in Samister? Das Riesenrad ist bestimmt auch in einem schlechten Zustand. Da wird uns der Fahrschein nichts nützen. Nun, wir haben auch Wichtigeres zu tun, als Riesenrad zu fahren. Irgendwo in diesem Park ist ein Hinweis auf den goldenen Apfel versteckt, da bin ich mir sicher. Na, hier waren ein paar Münzen mit hier. Ja, jo. Oh, das sieht aus wie ein Zirkuszelt. Offenbar ist es leer. Ja, ja, Zirkuszelt. Mal hier lang. Sieht ja schon wieder so ein Glitzerding. Sehen Sie, Professor, da liegt hier was auf dem Boden. Es ist ein Zettel aus einem Notizbuch. Liest du ihn mir vor? Klar, Professor. Sehen wir mal. Mit zunehmendem Alter begreift die Kleine mehr und mehr das Geheimnis des Dorfes. Sie ist sehr einsam. Vermutlich will der Chef deshalb, dass ich ihr einen Vergnügungspark baue.
Damit werde ich wohl alle Hände voll zu tun haben. Die Kleine, die da erwähnt wird, ist sicher Flower. Der ganze Park wurde nur für sie gebaut. Aber den Rest verstehe ich nicht. Was soll all das Gerede um das Geheimnis des Dorfes? Ich war noch nicht bereit für den Tod des Chefs. Die arme Kleine, jetzt ist sie ganz allein. Aber egal was passiert, ich muss weitermachen. Ich muss anstelle des Chefs für sie sorgen. Damit ist die Seite zu Ende. Baron Reinhold hat seine Tochter offenbar über alles geliebt. Das Schicksal kann so grausam sein. Bin ich nicht die Einzige, der Meinung ist, dass wir gar keine Karte für irgendwas haben? Oder habe ich einfach nur vergessen? Oh, ihr schon wieder, was? Wie gefällt euch denn mein Park? Hübsch, nicht? Die Sonne scheint und ich bin gut gelaunt. Wieso feiern wir das Wetter nicht mit einem Rätsel? Ich erzähle euch einen meiner Favoriten. Ein 2,5 Meter tiefer Wasserbottich wird ab 9 Uhr morgens 8 Stunden lang befüllt. Der Wasserspiegel steigt in dieser Zeit um 60 cm. Allerdings scheint der Bottich ein Leck zu haben, denn am nächsten Morgen ist der Wasserspiegel wieder um 20 cm gesunken. Wenn der Spiegel auf diese Weise täglich um 40 cm steigt, am wievielten Tag läuft der Wasserbottich dann über? Gib als Antwort die Zahl des Tages ein. Okay. Also. 250 Zentimeter haben wir. Minus 40. Aber 190. Minus 40. Ist 150, minus 40 ist 110, minus 40 ist 70, minus 40 ist 30 und wenn wir dann nochmal 40 abziehen, dann ist er übergelaufen, dann sind wir bei minus 10, was wir quasi noch an Platz übrig haben. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Nee, das wird jetzt irgendwie nicht hin. Also 250 cm haben wir. So, also, am ersten 40, 80, 120, 160. 200, 240 und am siebten Tag sind wir bei über 250, also am siebten. Das ist bestimmt irgendwie falsch. Luke, here's my answer. Sag ich doch. I suppose I thought wrong. Wie schade, dieses Rätsel enthält einen Fallstrick. Finde ihn, um zur richtigen Antwort zu gelangen. Dann probieren wir es mal nochmal. Hat bestimmt was mit dem Wasserspiegel, der um 20 cm sinkt. Warte mal, wenn der über Nacht ausläuft, dann kommen, und es kommen ja am Tag eigentlich 60 dazu und 20 fließen wieder raus. Das heißt, warte mal,
40, 80, 120, 160, 200, 240. Nee, eben nicht. Aber am letzten Tag kommen wir. Naja, kann ich mal gucken, ob ich jetzt richtig denke. That should do it. Ha! Weil ich schmeiß ja 60 rein, das heißt. Von 200 komme ich auf 260, das heißt, da läuft er über. Tralala. Stimmt genau, am sechsten Tag. Man ist schnell versucht zu denken, dass der Wasserspiegel nach 6 Tagen erst bei 6 mal 40, also 240 cm steht und das Wasser somit am siebten Tag über den Rand des Bottichs schwappt. Aber auch am sechsten Tag kommen erst 60 cm auf einen Schlag hinzu, sodass der Bottich bereits an diesem Tag überfließt. Haha, ihr seid begnadete Knobler, wie man merkt. Wir sprachen über den Park. Es ist nicht richtig gepflegt worden, er verkommt teilweise einfach. Wenn etwas alt und kaputt ausschaut, ist es wahrscheinlich am besten, wenn er davon fern bleibt. Violine? Der Professor. Warte mal. Gucken, ob hier noch irgendwo eine Münze ist. Da ist eine. Klicke, klick, klick, klick. Sehen Sie, Professor, da steht eine seltsame kleine Hütte. Interessant, offenbar wird dort das Wasser in die Kanäle geleitet. Sehen wir uns das mal genauer an. Die Tür lässt sich offenbar nicht ohne weiteres öffnen. Sehen wir uns doch noch etwas im Park um, Luke. Gehen wir zum Riesenrad. Das muss das Riesenrad sein, nach dem wir gesucht haben. Luke, wieso siehst du es dir nicht einmal aus der Nähe an? Vielleicht findest du etwas Auffälliges. Geht klar, Professor. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, Luke? Nein, gar nichts. Vielleicht ist in dem Riesenrad doch kein großes Geheimnis versteckt. Das wird sich noch zeigen. Lass uns noch etwas den Park erkunden, ja? Also stellt sich heraus, dass dieser Fahrschein letztlich doch nicht von Bedeutung war. Es scheint fast so. Offenbar hat mich meine Intuition diesmal doch getäuscht, Luke. Komm, lass uns wieder nach Samstia zurückkehren und weiter nach Hinweisen suchen. What on earth? Get away, Luke! Run! Professor! A thing is chasing after us! That's preposterous! Ja, jetzt ist mal die Tür offen.